immer schon gymnasiert hat, 2014 ja. Eine richtige Ausbildung halt gemacht hat und seitdem halt im Sargent und auch in Berlin lebt. Und ich glaube, der hat sich auch überlegt, er könnte einfach mal Workshops machen. Ja, echt, und dann alles mitgemacht und zwar irgendwie so, ich glaube, 20 Euro schön bezahlt. Ja, mein Papa hat tatsächlich Geburtstag und mein Halbbruder hat sich das darin ausgedacht. Total entspannt. Und es ging nicht schnell. Das Nö, war nett. Also es war sogar ein Teil. Mein Papa war ziemlich relativ klein, es hat einen Teil der Familie. Aber so im Weißen See. Nicht die ganzen Sonnen und Cousinen und so, die es irgendwie auch noch für diesen Teil der Familie gibt. Und dann lasse ich mir meinen Radler aus, weil es heute sich noch schnell kommt. Oder so. So. Und mein Papa, also die Mutter, ist ein Thank you.
Thank you.
songs. One was a single. Genau. Was it the last one? No, the second last one. Whatever. What was the song? What's the name of the song? That was the one that I'm hearing on repeat. Genau, the one that you heard on the train. We did one quick more. But you fused several ones there, right? Well, yeah, it's kind of like a combination of a few different ideas, but they're not. There's only really one concrete idea in that, and then the rest is sort of just like fluff. Also cool, because then at the concert, like, it won't be the same as the recording, because you'll just like interpret. I can't replicate it. Yeah. So it's thank you.
sound here will be better than in Kudos. It's better than in Kudos. I mean, we're in a studio. Yeah. Very different atmosphere at Kudos. Yeah, and Kudos is like, it's a big room. But yeah. Sound of this is amazing. Thank you. Thank you. It was beautiful. So how does it work? Because you said you already have some, like, off the record stuff.